Freitag, der 8. Februar 2019, Punkt 14 Uhr. In diesem Moment wird deutschlandweit Geschichte geschrieben. Am historischen Rathaus am Prinzipalmarkt versammelten sich viele junge Menschen, um für eine konsequentere Klimapolitik zu demonstrieren. Vorbild für die Bewegung Fridays for Future ist die 16 Jahre alte schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg. Die Schwedin bestreikt seit Monaten freitags die Schule und kämpft somit für den Klimaschutz. Hierzu sagt sie: "Why should I be studying for a future that soon may be no more, when no one is doing anything to save that future?" Wir haben mit Beteiligten der Bewegung in Münster gesprochen und gefragt, was sie dann konkret erreichen wollen. Wir möchten als allererstes mal natürlich die Aufmerksamkeit der Politikerinnen und Politiker bekommen für das Anliegen der Jugend, eben den Klimaschutz, den Klimawandel und die Klimakrise, damit da agiert wird. Weil was aktuell passiert, ist gar nichts. Es ist ein Stillstand in der Klimapolitik und da muss die Politik jetzt auf die jungen Menschen hören. Und wie wichtig ist das, dass sich die jetzige Generation für das Klima einsetzt? Das ist die erste Generation, die richtig krassen Auswirkungen des Klimawandels, der Klimakrise, möchte ich sagen, spürt. Und wir alle sind die letzten Menschen jetzt in dieser Gegenwart, die etwas daran ändern kann, dass es noch schlimmer wird. Ich finde es super wichtig. Wir sind die erste Generation, die die Folgen des Klimawandels wirklich zu spüren bekommt und gleichzeitig die letzte, in der wir noch wirklich was gegen die Klimakrise tun können. Und deswegen ist es total wichtig, dass jetzt auch die jungen Menschen zeigen, selbst wenn sie nicht wahlberechtigt sind, aber eben durch andere Formen des Protestes zeigen, hey, so kann es nicht weitergehen. Wie haben eigentlich die Politiker darauf reagiert? In Berlin war ja großer Streik zur Sitzung der Kohlekommission und da war ich auch im Gespräch danach mit Peter Altmaier, der uns eingeladen hat, um mit uns darüber zu sprechen, was die Kohlekommission entschieden hat. Und naja, das war eher sehr nicht so positiv. Er hat uns halt erzählt, ja, Deutschland muss ja wirtschaftlicher Vorreiter bleiben international und er würde schon sein Bestes geben im Klimaschutz und das glauben wir nicht. Deutschland verfehlt seine Klimaziele zum Beispiel mit dem Kohleausstieg 2038 und dementsprechend müssen wir mehr tun, um das Klimaziel 2030 und dann eben auch das internationale 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Weltweit haben sich tausende Schüler und Schülerinnen dieser Bewegung angeschlossen und demonstrieren freitags vor Parlamenten oder Rathäusern, statt zur Schule zu gehen. Ich finde es gut, dass die Schülerinnen und Schüler sich einsetzen, weil sie damit nicht nur für sich selbst demonstrieren, sondern für viele andere Schülerinnen und Schüler in anderen Ländern, die ja viel krasser von den Klimaveränderungen betroffen sein werden als die. Das heißt, das ist nicht Schuleschwänzen, das ist soziales Engagement, das ist Zivilcourage, nicht nur für die Leute hier, für die Schülerinnen und Schüler, sondern auch für andere Schülerinnen und Schüler auf der ganzen Welt. Was denken eigentlich Passanten über diese Aktion? Ich finde es erstmal wichtig, dass man sich engagiert. Zweitens, ganz, ganz wichtig ist mir, dass es nicht in der Schulzeit passiert. Und drittens bitte ich ganz, ganz inständig darum, dass man, wenn man hier Zeugnisse ausstellt gegenüber dem Ministerpräsidenten, dann auch bitte auch mal versucht, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Trotzdem finde ich gut, dass man, wie das die Jugendlichen hier versuchen, weit zu denken, auch zukunftsorientiert zu denken und zu schauen, wie können sie bald in Zukunft verändern. Ich finde erstmal die Aktion bewundernswert und nachahmenswert, auch wenn es unterschiedliche Meinungen zwischen dazu gibt. Und vor allem, weil auf dieses Thema nochmal mit einer besonderen Intensität hingewiesen wird, wie wichtig das ist. Diese Generation hat bisher sich noch nie so politisch geäußert. Daher ist es einfach klasse. Also, falls Sie sich jetzt auch für unsere Zukunft engagieren wollen, Sie können sich gerne den Protestlern anschließen. Denn je lauter Sie schreien, desto schlechter können die Politiker Sie überhören.